Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute haben wir Sonntag. Ich habe Finn gefragt, was er heute frühstücken möchte. Und er will natürlich Pfannkuchen. Also suchen wir jetzt ein Rezept und machen Pfannkuchen. Oder wir benutzen vielleicht mal wieder einen Thermomix. Ist der an? Weißt du? Weil das Kabel da so... Oh. Genau. Ich meine, für was hat man so ein tolles Ding? Das ist Pfannkuchen, wenn man es nicht benutzt. Sonst ist laut. Ja, wir suchen ein Pfannkuchenrezept, Schatzi. Ja. Sag mal guten Morgen. Hallo. Sag guten Morgen. Guten Morgen. Super. Wo stehen da die Zutaten? Oh, Finny, du kriegst gleich mal noch Hustensaft. Jetzt darf Finny nehmen. Mach schön Mund zu, sonst kommst du wieder raus. Huch, der Papa. Genau, so. Und jetzt rein. Super, gut gemacht. Der Papa hat von André Glas kaputt gemacht. Kaputt gemacht? Ja, der Papa. Welches? Der Glas. Hast du das, Papa? Hast du ein Glas kaputt gemacht? Nein, der Papa hat die Leine kaputt gemacht. Echt? Ja. Verraten. So ein böser Papa. Nicht verraten, Mann. Sag mal. Was machen wir denn da drauf? Ja, jetzt können wir essen. Mama. Guck, Mama hat einen extra kleinen für den Finn. Oh, ja. Was willst du drauf machen? Das da und das da. Also wir haben Apfelmus, wir haben Erdbeermarmelade und wir haben Zimt. Ich will alleine machen. Ich habe fertig gegessen. Ich habe wirklich nur 2 Pfannkuchen geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich fühle mich jetzt richtig voll, mir geht's gar nicht gut. Und sogar der Finn isst gerade genauso viel wie ich. Also wenn er das jetzt schafft, dann hat er genauso viel gegessen wie ich. Krass. Und wir haben natürlich mega viel übrig, denn der Paddy dachte, dass uns eine Portion nicht reicht. Und jetzt haben wir wirklich noch dieses Doppelte einfach übrig. So ihr Lieben, ich tue jetzt den Wachtel mal trinken geben. Denn die brauchen das einmal am Tag. Die trinken wirklich einen Liter weg, diese 11 Wachtelchen. Und die sind nämlich jetzt seit ein paar Tagen draußen. Der untere Teil vom Stall ist nämlich fertig. Wir haben es ziemlich dunkel. Hier draußen geht es jetzt, aber naja, das Wetter ist ziemlich grau heute. Ich kann es euch jetzt mal kurz zeigen. Die letzte Tür ist gerade in der Mache. Ich denke, die machen wir nachher noch fertig. Ja, also hier oben, da habe ich jetzt erstmal alles reingestellt. Das wird der zweite Stock. Und hier unten sind die Wachteln. Hallo Wachtis. Genau. Meine Süßen. So, dann gibt es halt erstens Quark, den wir reinmachen. So, das darf jetzt schön rühren. Übrigens haben wir den Brotbackautomaten von Paddys Oma geschenkt bekommen. Die hatten noch einen übrig. Ja, ist zwar ein altes Ding, aber macht vollkommen seinen Zweck. Ist mega chillig, ich kann jetzt einfach gehen. Und nachher habe ich ein fertiges Brot. Und dann kann morgen Low Carb weitergehen. So, ihr Lieben, mein Brot ist fertig. Sieht ein bisschen anders aus als die davor, die ich gebacken habe. Bin mal gespannt, es fühlt sich auch sehr weich an, ob das wirklich ein Brot werden kann. Mal schauen. Wir fahren jetzt noch ein bisschen in die Stadt, gehen noch ein bisschen spazieren und essen da die Pizzaschnitte auf dem Weg. Heute Abend möchte ich auf jeden Fall Sushi haben. Habe ich dem Paddy schon gesagt, weil ich es mir selber kaufe. Weil er findet es immer so teuer. 10 Euro so ein Teil. Aber das ist mir auf jeden Fall wert. Finn ist ein bisschen schlecht drauf, der nörgelt nur und will mal wieder nur das Gegenteil von dem, was wir machen. Aber mit rausgehen wollte er dann doch. Jens, fühlt euch nicht verarscht, ja? Wir haben Juli und trotzdem renne ich mit Jacke und Strickpullover rum. Es ist heute, ich glaube, 17 Grad und ich habe jetzt mega Hunger. Ich hoffe, wir gehen jetzt gleich zu dem Pizza-Ding. Finn ist wieder besser. Ich glaube, der braucht einfach frische Luft. Genau, ihr seht dann mein Pizzastückchen. Vielleicht kriegst du eine Pizza, mein Schatz. Ja. Guck mal, so kannst du vielleicht auch was sehen. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Wo ist da eine Maus? Keine Maus.
Ich sehe auch keine Maus. Mhm. Ah, da, ein Mausauto. Au. Oh, super. So groß. Oh. Was sagt man? Danke. Oh, hast du einen Keks bekommen? Lecker. Ja. Mhm. Max, deine Pizza? Er ist überfordert. Den, den hebst du dir auf, den essen wir später. Erst die nach Pizza. Nach der Pizza isst du den als Nachtisch, okay? Genau. So, ich habe auch meine Pizza. Njam, njam, njam. Das ist eine Salami-Schinken-Pilze-Pizza. So. Genau, und wir tun jetzt alle essen. Das hier, die Taube hat ein bisschen. Guck, da drüben ist die Taube. Da drüben ist die Taube. Weggeflogen. Nein, nicht erschrecken. Ja, da muss man aufpassen, gell? Ja, da aber muss man aufpassen. Dann viele. Wenn Reis immer schon zu wild dir kommt. Immer. Gell? Mhm. Boah, das ist voll. Voll der Fingerabdruck. Kleiner Löwe. Mach nochmal. Mama hat den Finn angepustet. Zum Beispiel dein Eis essen, mein Schatz. Kalt, ne? Ja. Mama friert voll. Ich friere. So, ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, haben wir noch ein Eis gegessen und danach holen wir hoffentlich mal ein Sushi und gehen nach Hause. Dann habe ich auch Bubble gemacht. Oh, ich freue mich so. Gott, ich habe Sushi vermisst. Ich würde echt gerne nur Sushi. Dann habe ich auch Bubble gemacht. Leider habe ich es mal selber versucht und das war überhaupt nicht lecker. Deswegen überlasse ich das lieber den Profis. Anscheinend braucht man da auch eine ganz langjährige Ausbildung dafür. Ich lasse Mama ein. Der Patty hat übrigens sein Bart abrasiert. Wie findet ihr es? Findet ihr es halt jünger aus? Oder sollte man lieber nicht so viel von seinem Gesicht sehen? Ja, genau. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und der Finny ist gerade ein kleiner Löwe. Und irgendwie bin ich unscharf. Ja, und es wird jetzt langsam Zeit, dass wir nach Hause gehen, denn es ist erst kalt, ich friere und esse dann noch ein Eis. Super intelligent mal wieder. Und zweitens ist es auch schon spät. Also Finn sollte langsam mal ins Bett. Hier, Schwäbisch Herl. Fast leer gefegt. Und ich sag's euch, ich muss jetzt echt in ein Auto, weil ich friere so. Meine Jacke schon voll zugemacht. Boah, kalt. Wirklich. Dreh mal die Klima voll auf. Ja, genau. Mega geil. Übrigens zeige ich euch jetzt noch kurz unser Mietauto, weil ich finde das so schön. Und das muss einfach in Erinnerung bleiben. Also so sieht's aus. Es ist ein Seat. Wie heißt der? Es ist ein Seat irgendwas FR. Leon. Ein Seat Leon. Ja. So sieht's aus. Ich glaube, es ist bei mir. Wir müssen den Finn erst sauber machen. Denn wir wollen ja keine Probleme kriegen beim Zurückgeben. Komm her, Schatz. Schatz, hier, komm mal her, mal putze die Hand ab. Oh. Moment. Aber ich will nicht auf meinen Sitz. Auf wie? Auf den Sitz? Ich will nicht auf meinen Sitz. Oh, deine ganze Jacke ist durch. Doch, musst du, Schatzi, sonst können wir nicht nach Hause fahren.
Wir müssen nicht nach Hause fahren. Ja, wir müssen nach Hause fahren. Jetzt ist dunkel gleich. Jetzt wird es gleich Nacht. Da muss Finny ins Bett und Mama auch und Papa auch. Komm. Super. Jetzt geht's in dein Sitz, Schatzi. Übrigens, immer noch in Gebrauch, immer noch überall dabei. Mega praktisch, wenn sie nicht mehr so viel brauchen, dass sie keine Neugeborenen mehr sind. Ah, er hat es zugemacht. Ja, also, wie ihr seht, ich benutze die immer noch. Also, die wird uns jetzt wohl noch begleiten, bis wir einfach nichts mehr davon brauchen. Und mega praktisch, einfach nur so ein kleines Teil anstatt so eine riesen Wickeltasche. So, ihr Lieben, wir holen jetzt mein Sushi ab. Und ja, ich habe gerade noch ein bisschen, also Finn ist natürlich im Bett, ich habe noch ein bisschen ein Video geschnitten. Und zwar gibt es bald einen Kinderbücher-Haul. Und ich glaube, ich darf jetzt automatisch Auto fahren und habe wieder ein bisschen Angst. Denn natürlich will ich bei jeder Kurve oder so kuppeln. Und das wäre in diesem Fall sehr fatal, dann das wäre die Bremse. Naja. Mann, dieses Auto wäre doch perfekt. Kann man einfach die Kamera hinstellen, weil die Flächen richtig schön glatt sind. So, jetzt erstmal hier hoch. Ne, das geht nach vorne. Das geht hoch. Der Paddy denkt nämlich immer, er ist in einem Rennauto. Das heißt, ganz unten am besten auf der Straße sitzend. Und ich mache das erstmal richtig hoch, dass ich dann auch was sehe. Und okay. Wie ging das nochmal? Also den Fuß, der bleibt da. Der bleibt da. Okay. Jetzt bin ich auf der Bremse. So, richtig so, oder? Hält mal die Kamera, dass du nicht runterkommst. Bremse raus. Jetzt geht's los, oder? Boah, warte mal. Da lang? Nee, da. Egal. Also ich muss sagen, das erste Mal war schlimmer als das jetzt. Das ist jetzt eigentlich okay. Ich meine, ich würde jetzt gern Kupplung drücken, aber geht nicht. Und ich bremse extrem stark, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, weil wir alte Schrottkarren haben und bei den Schrottkarren muss man einfach mal Wert drauf fahren. Fahr mal nicht so dicht auf, mein Freundchen, ja? Mit deinem Mini-Auto, das viel uncooler ist als unser. Ich fahr vorbildlich, ja? So muss das sein. So müsst ihr alle fahren. Schön 50 oder noch drunter. Am besten nur 10 km/h, dann macht man nichts falsch. Fahrstunde mit Jutta. Niemals Autobahn fahren auf jeden Fall. Und grundsätzlich langsamer als erlaubt. Da freuen sich auch alle, die hinter euch sind. Und ihr werdet nicht geblitzt. So, ihr Süßen, wir sind wieder da. Ich habe jetzt mein Sushi. Paddy hat seinen heißgeliebten Döner und ich werde jetzt ein bisschen Video schneiden noch dabei beim Essen und das war's dann. Mir kommt das alles ein bisschen Déjà-vu-mäßig hier vor, denn ich zeige euch immer, wenn wir sonntags irgendwie, also wenn ich sonntags filme, in meinem Sushi. Natürlich zeige ich es euch trotzdem wieder, weil Sushi ist einfach geil. Maki meine ich. Das ist ja kein Sushi, egal. Aber ich glaube, ich muss einfach mal einen anderen Tag nehmen, an dem ich vlogge, denn das wird schon langweilig. Also Moment. Göttlich. Und das gibt's jetzt. Also, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr findet, das sieht lecker aus, gebt mir einen Daumen nach oben. Nein, Spaß. Gebt mir einfach einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ey. Der hat mir ein Sushi geklaut. Ich glaube, ich spinne. Was gibst du mir jetzt als Ausgleich? Ich will keinen Döner. Über. Also, bis bald. Ciao.